Also das Coole am Beruf ist, dass eigentlich kein Tag ist wie der andere. Also es ist nicht monoton da. Wir haben Zeiten, wo es sehr stressig ist, wo man sehr viele Kunden bedient am Telefon, wie auch persönlich. Aber es gibt auch Tage, wo halt nicht so viel läuft und wir eher das Lager bewirtschaften. Das heisst, wir müssen einfach auch das Lager ein bisschen umstrukturieren. Also man darf sicher nicht scheu sein, das auf gar keinen Fall, weil man hat halt doch sehr viel mit Kunden zu tun. Also man sollte eine offene Person sein und man sollte auch kommunikativ sein. Also man sollte auch mit den Leuten reden können. Bei uns hier in Münchenstein ist es so, dass wir nicht ein normaler Betrieb sind. Wir sind wie eine grosse Familie. Jeder hilft dem anderen. Vor allem Lehrlinge werden sehr, sehr gut unterstützt hier. Und was jetzt das Lager hier betrifft, wir sind halt ein kleines Team, das halt gerne miteinander schafft. Klar, es gibt Phasen, wo man halt das allein machen muss. Aber wir arbeiten grösstenteils im Team zusammen. Schöne Momente von diesem Beruf sind halt auch, was das Private rausgeht, dass man halt auch weiss, wenn etwas jetzt defekt ist, was es in etwa kostet, was es auch ist, an was es auch liegen kann. Weil halt, wenn die Mechaniker reinkommen und sagen, ich brauche das Teil, fragt man auch noch, okay, was ist da passiert? Und dann lernt man so selber auch. Das hilft auch im Privaten sehr viel.